Ja, hier wieder beim Quali und bei Lego Worlds. Ein kleines Ding. Ich habe ein Let's Play gesehen und ich musste das Ding einfach haben. Und ich spiele es jetzt ein bisschen mit euch an. Ich weiß noch nicht, ob ich da viel mitmache oder so oder nicht. Mit euch zusammen. Aber die ersten Schritte, ich habe jetzt nur gerade mal eben ein bisschen Grafik eingestellt und so, mache ich mit euch zusammen. Und ich finde das Ding jetzt schon so geil, ihr werdet das sehen. Es ist eine Beta, Early Access Version, heißt noch nicht ganz fertig, aber das Spiel ist jetzt schon echt witzig, ihr werdet das erkennen gleich. Wir haben hier unsere kleine Lego-Figur, unseren Explorer, und werden mal auf Welterkundung gehen. Man kann dann ganz viel bauen, ähnlich wie bei Minecraft oder so, was hier nicht so unbedingt mein Spiel war. Ich habe den Hype darum nie ganz verstanden, aber ey, das ist Lego. Das hier ist Lego. Ja, ich fühle mich, als wäre ich 30 Jahre jünger. Ich habe Lego geliebt und liebe es immer noch. Und hier soll es ganz, ganz viel Zeug geben, was man entdecken kann. Und wir generieren mal zufällig hier ein paar Welten. Guck mal, die ist auch jetzt schon mal ganz gut. Und starten mal mit euch zusammen und erkunden diese Welt. Los geht's. Und wir fallen direkt. Das wird ein schlimmer Aufschlag. Zack. Und da sind wir. In der Lego World. So. Hallo? Da gucken wir jetzt. Die Animation gefallen mir jetzt schon so. Und jetzt gibt es hier eine Menge zu erkunden. Hier ist eine Ziege. Und guck mal, was man damit machen kann. Das ist so geil. Ist das nicht witzig? Yippie! Ja, und alles, was man jetzt berührt und neu hat, das kann man in sein Inventar irgendwie rein tun und kann das dann später auch bauen. Ja. Ganz viel. Natürlich, weil ich es noch nie gespielt habe, gibt es jetzt hier natürlich ohne Ende neue Dinge, neue Sachen. Und wenn man Sachen kaputt macht, dann gibt das hier Kohle. Aber hier ist eine Kuh. Eine Kuh ist auch geil. Ja. Hüpf! Yeah! Bullenreitenden Koala. Boah, es wäre so geil, wenn es hier Koalas geben würde. Das würde ich so feiern. Das Spiel kostet übrigens 15 Euro. Knapp. Also nix. Ja. Und echt witzig. Jetzt echt witzig. So, ich räume jetzt hier mal ein bisschen Zeugs aus dem Weg. Man braucht diese Münzen auch, um sich dann später Zeug zu kaufen. Noch mehr Ziege. Und dann drüben gibt es irgendwie was. Was wie eine Windmühle. Und da ist ein NPC, sag ich mal, ja. Und wer ist das denn? Hallo? Wer bist denn du? Ich bin der Koali. Witzig. So, jetzt kann man den, glaube ich, hier irgendwo. Na. Irgendwie konnte man das jetzt hier einstellen. Warte mal. Abspringen, Einstellung. Weiter. Ah, hier, okay. Charakter bearbeiten. Ah, hier kann ich jetzt auch verschiedene Kopfbedeckungen wählen und so weiter. Sehr geil. Andere Hemden, andere Frisuren und so. Richtig cool. So, aber hier konnte man jetzt auch den sich kaufen hier. Oh, guck mal, der hat auch gerade einen Bullen geritten. So, jetzt kaufen wir den mal und können uns jetzt verwandeln in den Bauern. Jetzt sind wir ein Bauer. Auch nice. So. Nice. Natürlich kann man auch kämpfen. Hier, ich kann den Bauern nämlich jetzt auch schlagen. Ja, und zerstören das Zicklein auch.
Oh, das tut mir so in der Seele weh. Und hier vorne ein Trecker. Trecker fahren! Trecker fahren, Trecker fahren. Nice. Trecker fahren. Wir haben jetzt auch mal ganz viel Zeug mit kaputt fahren, ne? Der schnellste ist der Trecker jetzt nicht. Aber gut. Kann man Kühe platt fahren? Ja, die weichen einem nur aus. Sehr geil. Ich weiß gar nicht, wie gut ich das gerade finde. So, da vorne ist noch jemand Neues. Wer bist denn du? Hallo? Ein Polizist? Ja, nice. Das war ganz schön am Posen hier, wa? Ah, und der, guck mal. Der kann sich eine Ziege herbeirufen, das ist ja cool. Yay! Oh, der Trecker war cooler. Trecker fahren. Pferd. Nein, Pferd heißt Pferd, weil es Pferd. Wussten schon Klaus und Klaus damals. Na, schon mal bei alten Sachen sind hier. Yeah, das steuert sich richtig geil. Ist auch ein bisschen schneller als der Trecker. Münzen! Hier gibt's jede Menge Zeug zu erkunden und zu entdecken. Da ist schon wieder jemand Neues. Guckt mal, ein Pilz. Hallo, wer bist du? Erstmal ein neues... so eine Schneelandschaft. Yeah, ein Biker. Ein Biker. Den will ich haben, den Biker. Give me the Biker. Kann der Biker? Der Biker kann nichts Dolles. Ist ja schade. Außer cool aussehen kann der Biker nicht viel. Dafür hau ich jetzt den Schneemann kaputt. Ist das geil. Witzig. So. Und da ist schon wieder jemand Neues. Hallo? Was bist du? Ein Höhlenmensch. Hast du hier die Schneemänner gebaut? Ich mach sie kaputt. Sind hässlich. Hättest du wenigstens mit Koala-Ohren basteln können. Ja. Was macht ein Höhlenmensch im Schnee? Hier, außer. Oh, der hat massig Schneemänner gebaut hier. Ja. Ich brauche ein bisschen Knete. Es soll später auch einen Multiplayer geben, gibt leider noch nicht, aber das wäre ja mal richtig cool, so mit Leuten hier irgendwie euch zusammen. Das wäre richtig knuffig. Ist ja jetzt schon knuffig, das Spiel, aber wenn dann noch Leute dazukommen, man richtig so auch Sachen bauen kann. Oh, was ist das hier? Ja, mal richtig Knete gekriegt. Nice. Ja, der marodierende Rocker. So. Oh, guck mal. Ein Skelett. Und auch das Skelett können wir, dann kommen wir zum dritten ganzen Skelett-Horde an. Aber er hat keine Chance gegen den Rocker. Hier das Skelett will ich natürlich auch direkt mal gucken. Kostet auch direkt 2500. So, ich wollte aber hier das Skelett jetzt hier. Skelett! Nice. Los Muertos spielen wir jetzt hier. Los Muertos in Lego Worlds. Das ist doch geil. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist Los Muertos, es ist ein sehr lustiges Rollenspiel. In
wie man Skelette spielt. Ah, ein Hund. Hey. Die Skelette sind ein bisschen nervig. Wo ist der Hund denn jetzt hin? Wo ist da eben Hund? Ja, wahrscheinlich einfach totgehauen. Ah, nee, das Skelett geht mir auf den Sack. Nehmen wir mal den Höhlenbewohner. Mit seiner Keule. Ich mache alles kaputt mit meiner Keule. Fühle ich mich doch direkt, oh, nice. Ein Kamel. Höhlenbewohner auf Kamel. Da unten ist noch jemand. Hallo, eine nette Dame. Kuckuck. Bist denn du? Wer bist denn du? Eine Surferin. Okay. Nichts gegen meinen Höhlenmenschen. Der Höhlenmensch ist cooler. Was bist du? Oh, der guckt aber böse. Der guckt böse, Leute. Guck mal. Was bist du? Ah, das ist eine Die. Das ist eine Amazone. Na ja, gut, kein Wunder, dass ich das nicht erkannt habe. Surferinnen und Amazonen, die laufen hier einfach so rum. Und was bist du? Hallo? Oh, eine Mumie! Wie krass. Mumie. Nice, nice. Ja, so läuft man jetzt also hier durch die Gegend und entdeckt Zeug. Da oben ist noch ein Kamel. Und hier gibt's echt noch so, wenn man die Let's Plays so guckt, die ist gerade irgendwie so kursieren, da gibt's echt jede Menge Zeug, so Bohrer und Hubschrauber und Drachen und Zauberer und alles Mögliche. Das ist echt cool. Ah, guck mal, da ist ein neues Fahrzeug. Das gucken wir uns doch mal an, hier ein neues Fahrzeug. Was ist denn das? Eine Planierraupe. Yeah! Dampfwalze. Ja, da ist auch mit diesem scheiß Skelett, das nur plattwalzen. Leider nicht zerstören damit. Aber die Dampfwalze ist ein bisschen. Ah, hier kann man Straßen machen. Moment. Ja, wie geil. Wir planieren jetzt das Skelett ein. Ja, geht leider nicht. Dann weg mit dem Skelett. So. Da drüben ist noch ein neuer Charakter, glaube ich. Juhu. Juhu. Oh, eine Höhlenfrau. Ha, das passt ja. Was macht das Pferd da hinten? Bist du krank? Ja gut, das ist alles noch ein bisschen Beta hier, aber gut, ich find's trotzdem total okay. So, was ich auch noch zeigen kann, man kann hier Sachen auch hier so bauen. Hier zum Beispiel sowas. Dann macht er hier so, holt er so eine Kanone mit so Legosteinen raus und dann baut er euch hier so ein Haus hin. Zack. Wie geil, oder? Ja, nicht noch ein Haus oben drauf, dass die. Jetzt kann man da rein, oder? Kann man da rein? Okay, hier ist natürlich nichts drin. Aber hier könnte man jetzt natürlich. Hier so Gelände hinzufügen. Gelände entfernen geht natürlich auch. Absenken. Aha, aha. Gelände hinzufügen. Einen Klotz da reinstellen. Jetzt haben wir hier so einen dicken Geländeklotz drin. Den könnten wir jetzt noch anmalen. Okay. Äh.
einfärben. So, und jetzt haben wir hier die Wand angemalt, ne? Ja, hier so blaue Wand. Witzig. Und man konnte auch irgendwie... Genau, hier Steine. Okay, was machen wir besser draußen? Das ist jetzt hier in dem Haus ein bisschen komisch. Aber gut. So, jetzt hier konnte man... Mit Lego-Steinen halt bauen. Man kann da hier verschiedene Steine nehmen. Wie ein bisschen mit Tetris. Und hier auch hier so stapeln. Das ist so geil. So, wie komme ich jetzt aus der... Ah, okay. Hier kann man auch so andere... Diese Platten... Und dann auch irgendwie andere Farbe. Oder hier so abgeflachte Teile. Also die ganzen Lego-Steine, die es gibt, kann man hier verwenden. Und überschneiden an, überschneiden aus. Also es ist halt noch ein bisschen, das wäre ja noch besser, wenn das dann halt nicht halten würde, ne? Wenn es von der Physik her irgendwie nicht geht hier. Kann man es wieder kaputt hauen eigentlich. Schade. Ja, also das ist auch ziemlich cool. Irgendwie Sachen selber irgendwie hinbauen. Ich glaube, dafür bin ich nicht gut genug. Ja. So, hier ist jemand auf einem Pferd. Hallo! Eine Wissenschaftler oder sowas. Ja, ich bin Pferd zu Pferd gesprungen, mit meiner Keule ausgewichen. Wir können auch hier auf die Bäume drauf klettern. Nice. Jetzt mal einen Überblick verschaffen. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Da drüben sieht es lustig aus. So, haben wir jetzt ein Pferd und gehen mal da drüben. Na. Ja. Yeah. Ist das gut, ey. Brauche jetzt noch irgendwie so eine Sprinten-Taste bei dem Pferd. Ah, man kann auch mit der Keule vom Pferd aus hauen. Das ist sehr gut. Das ist gut. Sehr schön. Kann man irgendwelche Tasten mit Sprinten? Nee, kann man eigentlich nicht. Da ist noch ein Zicklein. Hier, das haben wir, glaube ich, noch nicht so mit einer Art Zaun. Das ist alles noch ziemlich random hier. Generierte später sollen da richtig so Städte sein und so. Und oh, da ist ein Hubschrauber, Leute. Ein Hubschrauber. Gib mir diese Hubschrauber. Und was steht denn hier? Stehen Sachen so mitten in der Luft? Das ist ein bisschen doof. Das muss ich kaputt machen. Kaputt. Du hast hier keine Daseinsberechtigung. Du auch nicht. Was auch immer du bist. Yeah, jetzt in den Hubschrauber. Geil. Anheben. Okay. Fallschaden gibt's übrigens nicht. Okay. Hubschrauber. Geil. Hier ist ein Turm und ich weiß. Und den letzten. Oh, Skelette. Ich weiß von den Let's Plays, dass hier mal coole Sachen drin sind. Gucken wir mal, was finden wir hier in der Truhe. Eine Keule. Ja, haben wir eh schon. Aber wir können jetzt zum Beispiel uns einen anderen Charakter nehmen. Zum Beispiel den Rocker. So, den nehmen wir jetzt. Und dann haben wir hier unsere Items und können dem auch eine Keule geben. Dann läuft der Orca mit der Keule jetzt rum. Und macht jetzt da hinten das Skelett platt. Sehr geil. Ja. Wie gesagt, man muss hier ganz viel kaputt machen, um mir ganz viel Knete zu holen. Kaputt machen ist ja immer...
kaputt machen und wieder aufbauen. Da drüben ist übrigens noch ein Turm. Und da ist auch ein neuer Charakter, den sehe ich da von hier aus. Sieht aus wie ein Zauberer. Hallo? Hallo? Bist du böse? Oh ja, die Bösen muss man übrigens kaputt machen, die Guten nur irgendwie anklicken. So, über den Zauberer will ich aber auch jetzt mal... Ne? Hier, Zauberer. Auch noch nicht so teuer. So, und ich weiß auch von den Let's Plays, der kann nämlich auch so coole Sachen hier. Feuerbälle schmeißen. Ist das geil oder ist das geil? Das ist richtig cool. So, und jetzt hier ist noch ein Turm. Klettern wir mal hoch. Okay. Und was finden wir hier? Was ist das? Ein Fernglas. Okay. Kann man das auch irgendwie benutzen? Anscheinend bin ich zu... Oh, Arzen haben wir jetzt hingehauen. Erstmal ein bisschen Feuerbälle durch die Bühne. Es gibt ordentlich Knete hier, wenn wir das hier kaputt machen. Überall die Krater hier. Und hier gibt es noch einen... Na, ich bin aber jetzt richtig da oben hoch. So, jetzt. Gib uns was Cooles. Ein Fernrohr. Ja, yeah. Fernglas, Fernrohr und eine Keule. Läuft. Dann direkt mal ein bisschen hier Feuerbälle um uns rumschmeißen. Das macht Spaß. Oh, und ist gut für die... Boah, guckt euch mal die Kletter jetzt an. Nice. Nice, nice. So. Wo gehen wir denn an? Oh, ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Meins. Ich würde sagen... Ups, nein. Da hinten ist noch irgend so ein Typ. Den gucken wir uns jetzt noch an. Hallo, wer bist denn du? Oh. Der ist böse, ne? Ah, das war wohl ein Gangster oder sowas. Gucken wir da direkt mal nach. Gesetzloser. Kaufen wir es auch direkt. Kaufen wir uns die Dinger alle jetzt mal hier. Haben wir jetzt mit dem Zauberer hier genug Knete gemacht. Den finde ich nämlich dadurch ganz cool, dass man mit dem... Aber ich wollte hier mit dem Flugzeug jetzt ein bisschen rumfliegen. So. Ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz klar. So, jetzt hier. Da sind noch so coole Sachen. Nämlich hier Buggy. Nice. Nice, nice, nice. Okay, ich bin zu doof zum Autofahren. So, deswegen lieber Flugzeug. Das ist ganz schön schnell, das Ding. Hier ist noch ein Turm. Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht. Sieht ein bisschen aus wie so ein Hai. Yeah, ein Gewehr, Leute, ein Gewehr. Zack, Donnerbüchse. Ich weiß, das ist so irgendwie... Wählen mal einen anderen Charakter aus und probieren mal, ob wir damit schießen können mit der Donnerbüchse. Ich glaube, das ist hier bei der... Nehmen wir mal den Gesetzlosen.
und geben dem mal die Donnerbüchse. Oh, Tatsache. Oh, und das Ding hat sogar Rückschlag. Das macht richtig Spaß. Und der kann auch hier ein Pferd rufen. Na, bist du da? Dieser Rückschlag ist so geil. So. Jetzt kann man übrigens hier auch, die Fahrzeuge kann man sich übrigens auch bauen. Hier den Helikopter zum Beispiel. Ich hole mir das immer auch mal alle. So, und dann... Ups. Kann man jetzt mit dem Helikopter noch ein bisschen rumfliegen. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch so einen coolen Turm entdecken oder so. Da drüben ist noch irgendwie sowas. Und zu entdecken gibt es hier echt viel. Eine Hexenhütte, guck mal. Hey, wo ist unser Gewehr? Ich will nicht ohne dieses Gewehr rumlaufen. Vor allen Dingen nicht, wenn hier noch Hexen in der Gegend sind. Haben wir das schon? Das haben wir schon. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Hier ist eine Truhe drin. Ich hab's doch genau gesehen. Na, komm hier rein. Na. Der Gesetzlose plündert die Hexentruhe. Und findet... Yes! Ist das eine Bazooka? Ist das eine Bazooka? Na. Der Menüführung muss ich mir noch ein bisschen besser vertraut machen. Yes, eine Bazooka. Oh, die muss ich jetzt direkt mal ausprobieren. Und... Jawoll! Ja, nice. So, wo ist die andere Hexenhütte? Da vorne, das habe ich schon da... Leider kann man jetzt die haben die Sachen hier teilweise halt keine physikalische keine physikalischen Eigenschaften. Das heißt, wenn ich jetzt hier, glaube ich, bei dem Haus die Stelzen weghau, dann bleibt das trotzdem stehen. So, was haben wir jetzt hier gefunden? Ein Bogen. Yes. Die Bazooka ist cooler. Mal ausprobieren den Bogen. Ja. Ja. Hier kann man auch sich verändern. Wir nehmen mal den Bauern wieder. Geben dem mal. Kann man dem Cape? Jawohl. Hier schwarze Hosen und rote Handschuhe, weiße Ärmel. Sieht der scheiße aus. Sieht der kacke aus. Oh Gott. Hier so eine Hippie-Frisur. Sieht das scheiße aus. Das ist doch bestimmt auch ein super Spiel für den Reg Jackson. Wenn ihr den nicht kennt, müsst ihr den auch mal gucken. So, googelt das mal. Reg Jackson. Der macht Brick-Filme. Echt geil. Obwohl er in letzter Zeit relativ wenig Brick-Filme gemacht hat. Muss ich ihn eigentlich noch mal rügen für, weil cool wäre das, wenn da wieder was kommt an Brick-Filmen. Irgendwie ist das mit dem Umhang nicht so cool gerade. So. Ja, okay, die Hüte machen. Nee, das war schon... Obwohl, das Gesicht ist auch cool. So.
So, den Umhang ist noch nicht so richtig gut. So. Och, das ist ja niedlich, der Bogen. So. War noch irgendwas Neues hier? Ein Wegweiser. Hier sind irgendwie Blumenbeete. Okay. Man kann ja echt ohne Ende rumlaufen und findet immer wieder, die Welt ist so groß. Also das ist echt krass. So, da vorne ist ein Skelett. Kann man das auch gezielt an... Mal damit der Bazooka nochmal reinhauen. Auf die Skelette. Modus wäre cool. Ah, doch gibt's. Guck. Geil. Wo ist das nächste Skelett? Hier war noch eins irgendwo. Da. Nice. Aber wenn man hier anfängt zu kämpfen, dann kommen die direkt. Oh, oh, oh. Wer bist du denn? Ein Werwolf. Ja, nice. Jo Leute, das ist Lego Worlds. Falls ihr da mehr von sehen wollt, dann schreibt es doch bitte unten runter. Ansonsten spiele ich das einfach nur zum reinen Vergnügen. Vielleicht bringe ich noch ein, zwei Folgen mehr. Und ich habe da echt Spaß dran. Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss.